Wir haben gesagt, dass in dem alten Griechenland dieses Konzept der Ganzheitlichkeit gab für die herrschende Klasse mindestens, der Athener und sonstige Griechen, die natürlich sich mit Muse und mit Leibesübungen beschäftigt haben. Ich habe nur betont, dass die Sklaven, die das ermöglicht hatten in Griechenland, nicht so schlecht behandelt waren, wie dann später in Rom. Ja. Die Auffassung der Leiblichkeit, also die Frage der Anthropologie, warum machen wir das, in Griechenland beantwortet wurde mit dem, ja, damit wir so werden wie die Götter. Und das war aber nicht Hybris, Gedanke, dass sie nicht wirklich Götter sein wollten, da in Olymp, sondern sie haben die olympischen Sportler zum Beispiel, die also trainiert haben, um bei Olympischen Spielen teilzunehmen, die hatten die Auffassung, dass wenn sie alles geben und ordentlich trainieren und den Göttern, pass auf, gefallen, dann in dem Moment des Wettkampfes fährt die Gottheit in den Leib des Sportlers, ja, und so deswegen wird er die besondere Leistung bringen, weil die Gottheit in ihm ist. Dann, das bedeutet, obwohl es in griechischer Auffassung des Argon den Wettkampf gab als den Sieg über den anderen mit Streiter, also sei der Beste, hat man gesagt, und sicher muss man sagen, dass die griechischen Städte heftig miteinander gekämpft haben und dass da sehr viel Blut geflossen ist und dass die Vorstellung, die wir haben von den schönen weißen griechischen Statuen und von den harmonischen Menschen zum Teil also auch eine Kompensation ist der Brutalität, die da herrschte, aber es gab dort solche Blasen der Vollkommenheit, Zeitepochen, wo wirklich also diese Übung nicht nur Sieg über den Mitstreiter, sondern auch einfach eine Vereinigung mit der Gottheit, ja, also. Und das war die spirituelle Komponente der Anthropologie. Also wir hatten, wie wir das auf unsere Übung aufwenden, dann wir zergliedern die Bewegung, ja, so dass wir sie harmonisch vollkommen lernen. Dann betonen wir die Erlebnisseite davon, dass es uns nicht trennt von dem Erleben, das was wir machen als Sport, ja, dass die Seele da immer einen Teil mit hat zu reden, und das ist eben jetzt mal die Beachtung der Schönheit des Ortes, da kommt sehr viel von der europäischen Romantik, ne, unsere Parks, unsere Auffassung von ja, Urlaub, eigentlich Reise, die haben wir alles von der romantischen Periode, wo die ersten wie Goethe und andere diese typische Reise in den Süden machen, um da künstlerische Inspiration zu finden und da Berichte machen und dann später in den Bergen, in den Alpen. Die Europäer sind früher nicht in die Bergen gegangen, das war also verpönt, das war also anstrengend. Erstmal, wenn die wilde Bergwelt entdeckt wird durch die romantischen Dichter und Maler, na, denken wir an Eichendorff, ja, denken wir an Caspar David Friedrich und so, dann wird das ja etwas also Anziehendes, und heute können sie manche Leute ja gar nicht ein Wochenende ohne Ausflug in die Alpen vorstellen. Ja. So, Leute, also das ist die seelische Komponente, die wir beachten durch das Führen der Übung zu diesem seiner zweiten zu seinem zweiten Teil, wenn dann durch diese Qigong und durch dieses spontane Eingliedern des Ortes die Seele mitspielt, und dann schließlich die Anthropologie, der Grund, warum wir machen,
Warum wir das machen? Machen wir das, damit wir schön sind und auf dem Heiratsmarkt der Single einen Wert haben, einen Tauschwert? Das ist auch eine Möglichkeit, ja, wenn die Werte heute so gestellt sind, dass wenn einer nicht sexy ist, dann hat er keine Chance auf dem, durch die mediale Wut überflutetem Heiratsmarkt oder Partnermarkt, dann muss man ja wirklich auch an sich arbeiten. Aber man soll sich nicht zu einer Maschine machen, ja, sondern zu einem kostbaren Juwel, ja, eine originale Fassung, ja, so ein Edelstein, das in eine ganz eigentliche Fassung gesetzt ist, ja, und dazu also auch die Schönheit und die Harmonie und die Koordination vor allem. Was ich nur lache oder traurig bin, wenn ich hier besonders in Prag bestimmte gesellschaftliche Schicht der Neureichen sehe, die dieses vergessen haben. Das heißt, sie haben die super Autos und sie haben die super Häuser und Geld, so, aber selber sage ich immer, sie sind der schlechteste Stück von dem allem, weil das alles, das Teure, ist schon mit ansprechendem Design gemacht worden, aber wenn der Mensch, der drin steckt, sich nicht ästhetisch ansprechend bewegen kann, dann ist es nur halber Genuss für das Auge, ja? Also dann Koordination und Eleganz und Stil gehören sicher zu einem sinnvollen Gebrauch des Reichtums, ja? Nicht wahr? Die Reichen, die sollen ja Vorbilder sein, ne? Okay, wenn sie natürlich in angemessener Art und Weise zu ihrem Reichtum gekommen sind, dann ist es notwendig so, weil es geht über Generationen und die Generationen sammeln das Eigentum, nicht wahr? Und arbeiten fleißig und dann irgendwie späteren Generationen werden dann Kinder geboren, die also nicht mehr arbeiten müssen in diesem Sinne um eine Akkumulation des Kapitals, sondern mit Nietzsche gesprochen, diese Verwertung, ja, eigentlich den Sinn, diese ganze Anstrengung der vorherigen Generationen ist in dem, dass die letzten dann ja mehr oder weniger dem den Schliff geben der Eleganz, der Feinheit, der umfassenden praktisch Bildung, ja, und so eine Art Vorbild in gewissem Sinne, ja, in das Göttliche hinauf sich bewegen für diejenigen, die nicht da sind. Und es hat keinen Sinn, diese Stufen zu missachten oder zu überspringen, weil dann natürlich das nicht da ist, und was nicht da ist, muss vorgetäuscht werden, ja, wenn wir unbedingt wollen, dass wir eine Rolle einnehmen, die uns nicht unserem Wesen entspricht, und dann müssen wir täuschen. Und dann entsteht dieser schale Geschmack der Täuschung in allen Bereichen der Dienstleistungen, ja, auch in dieser Welt, weil natürlich, wenn alles schnell geht muss und wenn alles nach irgendeinem Muster ablaufen soll, dann müssen viele, viele das Gleiche machen oder das Gleiche anbieten und es entspricht nicht ihrem Wesen, Donnerwetter. Dann müssen sie sich reglementieren. Also, ihr seht schon, ich bin schon interessiert an Klienten, die diese Zusammenhänge anfangen zu verstehen und sagen sich, ja, ich muss das irgendwie zusammenhängend
auch eine Qualität bringen.